So, meine Damen und Herren, da sind wir wieder zurück bei einem weiteren Let's Play. Dieses Mal Star Wars Outlaws. Ich bin gespannt. Ich dachte, wir stützen uns da einfach mal rein. Es ist wie immer ein Live-Let's Play auf Twitch gestreamt. Da führt man natürlich hochgeladen, ganz entspannt und ganz chillig. Und das Ganze einfach schön in Let's Play-Folgen unterteilt. So, ich laber gar nicht groß drum rum. Die meisten, die eingeschaltet haben, werden wahrscheinlich einfach eingeschaltet haben, weil sie sehen wollen, was so die ersten Schritte sind. Oder ihr wisst schon, worum es geht. Wir machen hier ein neues Spiel. Ja, selbstverständlich. Let's go. Babadabadam. Hungrig? Oh, endlich ist Serek Besh auch hier. Ihr alle repräsentiert eine der mächtigsten Verbrecherorganisationen der Galaxis. Pikes, Crimson Dawn, Hutten. Dies ist die Blütezeit der Unterwelt. Der kleine Todesstern des Imperiums wurde in Stücke gesprengt und eine Rebellion hält die Obrigkeit in Atem. Die Gelegenheit, um Millionen zu scheffeln. Aber einer von euch schickte mir einen Spion in mein Haus, als ich dachte, es ist doch genug für alle da. Es reicht, Sliro. Ich bin nicht hier, um mir Lügen anzuhören, während Serek Besh unsere Gewürzruten ausbeutet. Dadiani Tuamaal. Shuto. Weißt du, mein Bruder war der Erbe des Familienvermögens. Er ist tot. Doch du erinnerst mich an ihn. Er kam immer zuerst, selbst beim Essen. Wenn er aufgegessen hatte, nahm er sich meinen Teller. Ich konnte nichts tun, nur zusehen und hungern. Worauf willst du hinaus? Wenn Serek Besh Partner sucht, dann vergiss es. Schon probiert, klappt nicht. Partner? Hast du nicht zugehört? Ich hungere. Und jetzt wird gegessen. Hui, das Vieh ist cute. Wollte ich nur schnell sagen. Ich weiß, Kumpel. Gib mir eine Minute. Das klappt schon, ha? Dank, Farek. Wo ist es? Schon gut, schon gut. Jetzt gibt's erstmal Futter. Erstmal Futter, das klingt gut. Also, let's go. Wir spielen mit Maus und Tastatur, das wird man schon gesehen haben. Und die Einstellung ist furchtbar hoch. Okay, wir müssen schnell das meinen. What the fuck? Weiß ich nicht. Obwohl, warte. Nein, das ist viel zu hoch, das ist ja furchtbar. Was soll denn das? So, Spiel. Nein, Steuerung. Mausempfindlichkeit. Wir machen mal schnell alles auf 2 hier, ne? Ja, das ist deutlich besser. Also. Ja, das werde ich nicht lesen. Oh, wir brauchen richtiges Essen. Okay. Sieht ja aus wie bei mir zu Hause.
Ach, genug geübt. Zeit für richtige Schlösser. Geübt. Okay, das heißt, sie kann Sachen knacken, das ist doch gut. Oder wir in dem Fall. Ich bin froh, dass ich einen neuen Gaming-PC habe. Und die Sachen so schön aussehen. Pferderennen. Oder nicht Pferderennen. Ich spare seit Monaten für diesen Tag. Du lässt dir viel Geld entgehen. Ich kenne sie nicht. Gefällt mir nicht. Sag Bescheid, wenn sich das ändert. Na, Bram, ist das für mich? Nein. Aber das hier. Ah, mein Datenstift. Ja, er ist kaputt. Ich habe ihn von einem Schrottsammler auf dem Markt. Er sagt, er hat ihn im Gebiet der sechsten Sippe gefunden. Und gleich wirst du sagen, ich soll mich von der sechsten Sippe fernhalten. Du riskierst dein Leben. Anderer Text, selbe Botschaft. Du bist allein, Kay. Und du ziehst ständig riskante Dinger durch, die leicht schief gehen können. Wenn's gut werden soll, muss man's selber machen. Ich versteh's ja. Du hast viel Pech gehabt. Pech? Ich habe keinen Job, kein Geld und ich wohne auf einem Dachboden. Bleib doch heute Abend im zerbrochenen Hof. Mach dir was zu essen. Und ich besorg dir einen kleinen, einfachen Auftrag. Oder du gibst mir einfach den Auftrag von deinem Datenblock da. Netter Versuch. Dann eben das hier. Nimm ein paar Kredits. Für den Datenstift. Schon gut. Dann verrechne ich es mit deiner Miete. Ich sagte schon gut, Bram. Okay. Ich hab gerade erst angefangen, Chat, für die, die fragen. Ich habe noch keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht. Wir haben gerade erst gestartet. Können wir nicht was zu essen klauen? Ich hab Hunger. Hallo? Okay, nein, sorry. Ich will mich ein bisschen umsehen. Also, sieht schon gut aus. Aber warum ist es in Filmschnitt? Okay, ja, Feuerwerk. Mit einem kaputten Datenstift kommen wir nicht weit. Kann ich mal... Hä? Was ist denn das für eine Einstellung? Einmal, Moment, schnell. Das Schöne ist, wenn ihr auf YouTube guckt, könnt ihr einfach... Nö, ist doch schon richtig, oder? Kinomodus. Warum sollte ich im Kinomodus spielen? Was ist das für eine Standardeinstellung? Bist bescheuert? Ihr wollt es so, Chat, oder? Das hier, nicht so. Das hier. Eine 1 in den Chat für vollen Bildschirm, eine 2 in den Chat für Kinomodus. Ich mach mal so. Komm, nix. Wir gehen zu Prebern. Dann brechen wir in den Club Tarsus ein und stehlen die gefälschten ID-Karten. Ja, viel besser. Okay, 1. Das ist eine deutliche 1. Okay, ein paar 2, aber die meisten 1. Okay, gut. Ja, viel besser. Deutlich besser. Kinomodus. Warum ist Kinomodus Standard? Das macht gar keinen Sinn. Das ist hart. Ich bin von Corellia hierher gekommen. Macht die Filme. Okay. Die Filmkörnung, Entschuldigung, was willst du raushaben? Das waren die Sieger letztes Jahr, aber jetzt muss ich noch weiter. Du musst mir klare Anweisungen geben, was ich anklicken soll. Ja, bei Grafik. Grafik. An, aus.
Sieht aus, als wären alle Händler beim Kanto-Cup. Also, reparieren den Datenstift. Wir reparieren den Datenstift. Let's go, ich bin gespannt. Wo muss ich hin? Okay, 30 Meter noch. Na, so ist viel besser. Das Präban. Guten Tag. Präban. No patake. Chichi no gabetisa tukamna. Una six king pint ut jituana uba japago ya massiv no lia club tasis. Ach komm, du sollst doch nur den Datenstift reparieren. Anji chusa tajis galif. Sosa uba ropada tis. Sung pitch crispo. Weil ich ohne die gefälschten ID-Karten aus diesem Tresor den Planeten nicht verlassen kann. Ich bin fertig mit Kanto. Aber Kanto sat die uba. Auch gut. Meine einzigen Optionen hier sind die sechste Sippe oder Gefängnis. Aku, an uba tinka sakutu utwata? Wenigstens kann jemand wie ich ein bisschen was absahen. Vielleicht sogar die Kernwelten sehen. Preban, hilf mir ein letztes Mal, dann bist du mich für immer los. Eniki, kuduba no majeche kopa. Basabata jope uba webta jakrita. Okay. Wir brauchen Credits. Holen wir uns ein paar Kredits. Okay, besorge die Credits, um Prevan zu bezahlen. Ja, und wie? Soll ich die einfach stehlen? Sie sehen aus, als hätten Sie ein paar Kredits übrig. Ich habe nichts zu verkaufen. Hilfe. Händler. Dem Syndikat nahestehende, okay. Händler verkaufen eine Vielzahl spezieller Waren von Ausrüstung und Informationen bis hin zu Materialien, die DK für die Verbesserung ihrer Fahrzeuge und ihres Blasters braucht. Dem Syndikat nahestehende Händler sind die hier. Beim Syndikat nahestehende Händler zählt der Ruf. Die Waren sind teuer oder billig, je nachdem wie es um Kays Ruf bestellt ist. Dem Syndikat nahestehende Händler bieten ihre besten Waren nur vertrauenswürdigen Kunden an. Kay kann Zugriff auf die VIP-Angebote erhalten, indem sie ihren Ruf verbessert. Viel los heute. Können hier Sachen verkaufen. Die Polizei hat sicher haufenweise Kredits abgegriffen. Sachen tauschen. Okay, und Discs ein für Ruf eintauschen. Passt. Auf Wiedersehen. Man sieht sich. Warum machst du das nicht an, wenn ich fragen darf? Frame Generation gibt noch besseres Bild. Keine Ahnung, ich lasse es jetzt so. Passt schon. Okay, also, jetzt haben wir da 35 Meter nochmal was. Mama, mal, gehen wir mal hin. Die nächste Lieferung kommt bald. Dann kriegst du deinen Anteil. Wahrscheinlich ist das aber auch wieder ein Händler, oder? Haben Sie etwas Bestimmtes im Auge? Halt den kurzen Zeitraum, okay. Besorge die Credits. Moment mal schnell. Ganz genau. Okay, er meinte ja, er hätte einen kleinen Auftrag für uns, oder? Inventar. Questgegenstände. Am besten zwischen den Folgen testen. Ja, das ist keine schlechte Idee. Jetzt für den Anfang schnell die Sachen umzustellen, ist schon richtig. Aber mit einer 4090 muss ich da, glaube ich, nichts mehr einstellen. Das ist schon in Ordnung, so wie es ist. Die Körnung habe ich auf Wunsch von euch rausgenommen und das Bild umzustellen war mir ein Anliegen. Okay, alle Anliegen. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss am Anfang. Also wo soll ich jetzt? Ich habe ja nichts zu verkaufen. Hey, ich muss dir was geben. Wo bist du denn? Ja, hier, hi. Was ist das? Die Rechnung für die 3 Milo-Runen, die dein kleiner Wirbelwind letzte Woche stibitzt hat. Hey, du weißt doch gar nicht, ob nix das war. Sowas wie ihn gibt's nur einmal. Du solltest bald bezahlen, sonst komme ich ihn mir holen. Okay, cool. Wir müssen noch mehr Credits sammeln. Kai beschützen mit Space. Was können wir denn mit B machen? Okay. Habe ich irgendein Tutorial verpasst bei dem Spiel?
kaum zu glauben, was die Leute so wegwerfen. Ich habe gerade in der Gasse hinter dem Club zwei völlig intakte Kontakte gefunden. Wir reden einfach mal da ein bisschen, ne? Viel los heute? Verschwinde, Kay. Hier kommt nur zahlende Kundschaft rein. Wirklich lustig. Okay, cool. Also, die Story ist, wir sind broke. Super. Verbrauchte Energiezellen. Alles klar. So, wie es aussieht, kann ich mit Q kriege ich so eine übliche Sicht wie in solchen Spielen. Die Sachen anschauen kann. Kann ich hier was klauen? NPCs zuhören. Also gut. Wir laufen nochmal zurück, wenn ihr sagt, wir müssen die Leute anschauen. Den ein bisschen reden. Ich meinte auch, dass wir unten noch Sachen haben, die wir mitnehmen können. Die nehmen wir mal schnell mit. Und da oben lag auch nochmal was. Hallo? Wie läuft das Geschäft, Valek? Viel zu gut. Ich komme nicht weg, um auf die Fatir-Rennen zu setzen. Dabei habe ich einen heißen Tipp bekommen. Ich könnte die Wette für dich platzieren. Wir sind ja Freunde. Ach ja? Das wäre klasse. In der Nähe ist ein Datenblock von einem Freund mit dem Namen des Siegers. Finde ihn und setze alles. Kein okay. Problem. Nice, wir haben mehr Credits. In der Nähe ist ein Datenblock. Kann ich das eigentlich nochmal aufmachen? Ist das jetzt eine Nebenmission? Aller Anfang, ja. Aller Anfang ist schwer. Ach, er tut mir fast leid. Aber ich brauche die Kredits dringender als er. Was? Wir gehen jetzt? Echt jetzt? Wir, das? Okay. Wir behalten die Credits. Hey, komm mal hier. Hey, Nefis, ich hab zu tun. Hör mir einfach zu. Ich habe eine Stelle in meiner Rohrschraubermannschaft frei. Der Droide bleibt öfter stecken und ich brauche jemanden, der gut kriechen kann. Harte, aber ehrliche Arbeit. Tut mir leid, hab leider schon Pläne. Klar, die hast du immer, Kay. Okay. Stehen. Nix. Hol die Beute. Kann ich da was stehlen bei dem? Warte mal schnell. Nix. Da. Auf dich ist Verlass, Nix. Verstanden. Yeah, wir haben Credits gestohlen. Okay. Sorry, ich bin gerade ein bisschen ins kalte Wasser geworfen, weil ich nicht direkt natürlich weiß, was zu tun ist. Deswegen irren wir hier einfach ein bisschen rum, aber das ist halt auch Teil des Spielerlebnisses. Ich meine, ich dachte mir, ich spiele das Spiel einfach mal für die Leute, die unentschlossen sind, ob sie sich's holen wollen oder nicht. Oder die Leute sagen, sie holen sich's nicht, die wollen es nur gucken. Der Kanto Cup war gut für mich, aber am Fatir-Tisch. Also wir haben jetzt 50 von 100. Hier waren wir auch irgendwo. Hier kann ich noch was mitnehmen, genau. Was kann ich hier machen? Streicheln. Okay, cool. Nix. Da drüben. Magst du mir das mal schnell bringen? Okay, das ist aber eine ganz coole Mechanik. Sehr gut, mein Freund. Wie viel Geld haben wir jetzt? Okay. Ja, ich setz mich mal hin. Oh, die ganze Zeit Sachen bestehlen und Leute bestehlen und so ist mir anstrengend. Also, wie geht's weiter? Hat der vielleicht auch noch Geld? Nope. Hier vielleicht? Nope. Okay, mir fehlt noch Kohle. Ah, schade. Gut,
Gut, ich befürchte, dass ich nicht der Einzige sein werde, der am Anfang hier ein bisschen Probleme hat, sich das Geld zu beschaffen. Sieh mal nach, was es zu holen gibt. Die sechste Sippe war so gütig, euch Arbeit zu geben. Danke. Also los, auf zu Prebern. Ja, können wir dem anderen das Geld wieder zurückgeben? Ich will nicht jemanden beklauen, der da wettet. Ist gekrault werden, nix. Warte mal schnell. Komm, egal. Wir geben uns dem Diebstahl komplett hin. Das ist jetzt auch egal. Ja, komm, mach. Ja, gib mir das mal. Ja, hat er nicht gesehen, dass er da mit dem Beutelchen weggelaufen ist. Schon okay. Ich dachte mir, wenn schon, denn schon, ne? Bitte streichel den Kleinen, er ist zu drollig. Er soll zuerst arbeiten, bevor er Belohnung kriegt. Nein, Spaß. Ja, ich streichel ihn. Warte. Oh, hier. Alter, der kriegt sowas von gutes Essen. So, nehmen wir mit. Knoll, dankeschön für den Sub. Dankeschön, dankeschön. So, wo wollte ich denn hin? Hier wollte ich rein, ne? Aber ich wollte zuerst noch gucken, ob ich noch was stehlen kann. Also ich bin jetzt voll auf diesem Diebstahl-Ding hängen geblieben hier, ne? Okay, so kann ich rollen. Okay, so kann ich reinsliden. So, wie sieht's aus? Ich hab das Geld. Hey, Preban. Ich hab die Kredits. Wata. Chubakawa biasa jebe chutpase bata. Na gut, probieren wir ihn aus. Den Datenstift. Neue Ausrüstung. Alles klar. Holen wir die ID-Karte aus dem Club Taso. Werkzeuge. Ein geflickter Datenstift, mit dem Türen und Behälter geöffnet werden können. Mhm. Ich habe langsam den Verdacht, warum das Spiel Star Wars Outlaw heißt. Hand umdrehen, sind wir reich. Es erschleicht sich euch wahrscheinlich auch, oder Leute? So. Bitte entschuldigt. Können wir auch noch schnell bestehlen? Komm mal her. Danke. Weiter so. Kann ich hier durch? Nein? Mein Fehler! Okay, ja, sorry. Okay, wir können da wahrscheinlich noch später rein und hier wahrscheinlich noch rein. Aber nicht gerade. Hier scheinen wir durchzupassen. Ja, ich war hier schon. Wir waren zu früh hier. Credits! Yeah, noch mehr Credits. Let's go. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Oh, warte. Ich weiß nicht, ob ich in dem Moment klicken muss, wo es Pieps macht, ob oder nicht. Bin nicht ganz sicher. Ich mach mal schnell wieder zu. Festhalten, Max. Es geht aufwärts. Okay. Im Grunde genommen ist das jetzt das Tutorial. Das Tutorial. Ah, hier halten. Okay. Weiterhangeln, runterhangeln, gedrückt halten, fallen lassen. Okay. Alles klar. Vom Weg abgekommen und zurück auf den Pfad der Tugend führen. Ich würde sagen, vom Weg abgekommen und das mit dem Pfad der Tugend streichen immer. Mach schon nix, wie ich es dir beigebracht habe. Auf den Knopf nix. Ich finde nix total geil. Also, mega süß. Super nützlich. Dann machen wir wieder zu. Der Kantenmaler mal wieder schneller. Der Kantenmaler ist super. Okay. Okay.
Warum ist der zu? Da wären wir. Ach so, wir sind in den Club gekommen, ohne an den Wachleuten vorbeizugehen. Stiehl die gefälschte ID-Karte aus dem Büro. Ja, klar. Und du? Nein. Das Büro wird wahrscheinlich oben sein, ne? Wollen wir eigentlich noch aufs Pferd wetten? Ich nehme an, dass wir hier sonst reingekommen wären, ne? Verhalte dich unauffällig. Wir kommen jeden Tag hierher. Ach, fast da. Die ID-Karte ist im Büro vom Boss. Anlehnen. Und für was genau können wir das machen? Okay, cool. Warte mal. Irgendwas kann er stehlen hier. Wo? Ah, da. Ist das eine gute Idee, von jedem was zu stehlen? Guter Junge. Ja, was soll schon passieren? Was soll schon passieren? Axel, hallo, darf ich? Sehr unfreundlich. Ich würde den Alkohol da gerne mitnehmen. Noch mehr Credits? Keine Gleichberechtigung, jeder wird bestohlen. Ja klar. Die nächste Lieferung kommt bei Sonnenaufgang. Das ist kommunistischer Diebstahl. Alle werden gleichmäßig bestohlen. Ich nehme das mal mit, Jonas. Braucht ja scheinbar niemand mehr. Ben hat angeordnet, den westlichen Sektor zu räumen. Hallo? Was darf's denn sein? Zutritt zum Büro vom Boss. Ich schulde Ben Geld und will sicher gehen, dass sie es auch kriegt. Keine Chance. Vrell hat heute Abend Dienst und an dem kommt keiner vorbei. Ah, ein echter Slemo, was? Ja, er interessiert sich nur für zwei Dinge. Schnelles Geld und schnelle Gleiter. Hat sich gerade erst einen brandneuen T85 geleistet. Ah, lass mich raten. Er redet pausenlos davon. Liebt ihn mehr als seine Mutter. Also, willst du was trinken? Nee, ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Danke. Wir achten uns mal nicht drauf, wie sie das da... Okay. So schlafe ich auch immer, super bequem. Wie sie das putzt. Boah, das ist ja geil. Bebend, mega. Hey, also, ich bin Kay und du musst mich durchlassen. Nicht auf der Liste. Mein Freund Preban hat mich auf die Liste gesetzt. Preban hat nicht genug gezahlt. Ich könnte ihn für 100 bestechen, dann kämen wir durch. Aber wir versuchen es mal mit dem Bluff. Hey, kennst du jemanden, der einen T85 hat? Ja, das ist meiner. Schicker Gleiter. Ein paar Schrottratten da draußen versuchen gerade, ihn zu klauen. Was? Weg da! Niemand klaut meinen Joben. Den habe ich gerade erst aufgematzt. Okay. Hat geklappt. So schnell sind wir drin, aber ich... Ich muss da rein. Nein. Ist das deiner? Ja, ich muss schnell weg. Jetzt kann ich rein. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich hier rein? Nein. Okay. Was? Warum ist das hier und warum kann ich da nicht rein?
Nichtsahnende Gegner können durch einen Niederschlag mit V, okay, ausgeschaltet werden. Okay, das muss ich schnell umstellen. Steuerung. Kann ich das überhaupt umstellen? Nein. Gegner-Schwierigkeit Standard. Ja, ja, wir spielen alles mal auf Standard, das ist schon okay. Zur Oberfläche. Okay, ich glaube nicht. Dann lassen wir es halt, wie es ist. Ja, da wollte es eigentlich auf die Maus legen. Gut, knacken wir das Schloss, schnappen uns die ID-Karte und verschwinden. Okay, welches der beiden? Das ist eine normale Tür. Dann machen wir den mal. Aha, sieh mal einer an. Da sind sie. Es funktioniert nach Ton. Ach, komm, Prevan. In deinen Plänen waren keine Druckplatten. Es ist Kate Bass. Dank Farrick. Das ist nicht gut. Gar nicht gut. Meine Damen und Herren, die zukünftigen Sturmtruppler, die genauso schießen. Okay, dafür ist die Einstellung viel zu hoch. Das geht ja gar nicht. Ich muss das nochmal schnell runternehmen. Die Steuerung. Nein, eins zurück bitte. Spiel. Nein. Dann hat er automatisch schon auf 1 runter gemacht. Ja, dann bin ich mal gespannt. Oh, scheiße. Achso. Aber kann ich... Ah, okay, das kann ich. Kann es entweder, wenn er in dem Ding ist, kann ich mit R nachladen, dann schieße ich nicht nochmal, oder ich schieße direkt weiter. Das akzeptiert er auch. Ist voll? Okay. Ich weiß immer noch nicht, wie ich es einsetzen soll, aber easy. So, hey, unser erster Mord. Super. Ich freue mich. Na gut, alles gut. Nichts wie weg hier. Sterben die Ratten eigentlich? Okay, reden wir nicht drüber. So war das nicht geplant. Was habe ich nur getan? Im Grunde... Ich kann dich irgendwo hinsenden. Alles klar. Ja, das ist, also die Maussteuerung ist jetzt mir ein bisschen zu langsam, theoretisch, aber zum Schießen ist viel besser. Okay. Drücke Q, um Nix schnell angreifen zu lassen und lasse mit V einen Niederschlag folgen. Drücke Q. Zum Angriff, Nix. Alles klar, Teamwork. Okay, Nix. Versuchen wir, sie zu betäuben. Ups. Ach, jetzt ist nicht die Zeit zum Essen, Kumpel. Dreht der sich noch um? Wenn ich angreifen schicke und ich renne da dann voll drauf los. Geht das? Okay, das ist eigentlich nicht unbedingt. Also. Lenk sie ab, Nix. Die sind hinter uns her! Oh nein! Was, wo? Ich seh dich nicht. Bring dich in Sicherheit, Kumpel. Das
Ich sehe da leider nicht durch. Ah, hier. Okay. Zeit für die nächste Show. Ich will mal kurz gucken. Lass das sein. Ja, ja, komm. Es ist egal. Es ist egal. Okay. Hey. Und wie setze ich das ein? Das habe ich noch nicht verstanden. Mit G. Ah, das steht da fett. Groß inmitten des Bildschirms. Ja, vielleicht hätte ich doch mit Controller spielen sollen. Aber hey. Ich ziele halt einfach viel lieber mit Maus und Tastatur. Okay, und was bringt mir das? Kann ich nicht noch irgendwo was stehlen? Der Kleptomane in mir hat irgendwie das... Was sollen die tun, Nix? Ich habe nicht damit gerechnet, erwischt zu werden. Aha, das ist hier durch. Alles klar, dann müssen wir hier hinten durch. Also mir gefällt bis jetzt das Konzept vom Spiel eigentlich ganz gut. So mal als Outlaw. Gut, also wir haben die ID-Karte. Zum Hof, da sind wir sicher. Wir halten eine Weile die Füße still. Hier auf dem Dachboden. Ja. Okay. Springen. Springen. Also komm, ich guck mich nicht um, ob wir noch irgendwas finden, was wir stehlen können oder so, sondern wir gehen einfach. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier noch was finden auf dem Weg, deswegen gehen wir direkt dahin, wo los, ich hin soll. Zurück zur Kantine. Das ist der einzige Ort, an dem wir sicher sind. Kein Bram. Gut. Auf das Gespräch habe ich gerade keine Lust. Hoch? Hoch. Aber von wo kam ich runter? Von hier wahrscheinlich, ne? Hier hin? Bram, ich will nicht drüber reden. Dachtest du, du spazierst da einfach rein und stiehlst die wertvollsten Dokumente in Kanto? Ich hab's dir gesagt. Die sechste Sippe wird sich rächen. Hey, Wes! Wir wissen, dass du hier bist. Bringen wir's hinter uns! Du sagst nichts. Und tust nichts. Nein, kommt schon! Sie ist nicht hier. Lügner. Glaubst du, ich will, dass ihr mir den Laden zerlegt? Ich bin fertig mit der. Tatsächlich helfe ich euch sogar. Hey, gab sie's hier draußen? Nein. Du hältst uns nur auf. Wir gehen! Bram. Es ist nichts. Dein Bein. Es ist nichts. Das ist eine neue Crew. Gefährlich. Doch was auch passiert, bring das zu Ende. Die Beute reicht, um einen Shuttle zu kaufen und abzuhauen. Das willst du doch, oder? Verschwinde, Kay. Für immer. Ich komme wieder. Nein. Tust du nicht. Okay. Die sechste Sippe ist überall. Sie dürfen uns nicht sehen, Nix. Wollen wir... Wo ist sie? Dann stimmt das ja.
nicht einfach warten? Sie hat euch erwischt. Sag mir einfach, wer sie ist. Also wir müssen uns mit der Crew treffen. Ich meine, ich habe gehört, sie wohnt irgendwo über der Kantine. Wenn du sie siehst, kommst du sofort zu uns. Nee, ich find's aber gut, dass wir ursprünglich hier so ein bisschen durch die Gegend geschlichen sind und damit eigentlich das Gebiet ja schon ein bisschen kennen. Also wir haben hier Geld gesammelt, um uns hier schon ein bisschen zurechtzufinden. Das finde ich eigentlich gar nicht so eine schlechte... Okay, ich nehme alles zurück. Ich konnte vorhin hier gar nicht hin. Aber okay. Also... Also, hopp, hopp, hopp. Ja, ich würde einfach sagen, wir beeilen uns. Oh, okay. Achso, scheiße, ich hätte nicht beide ansetzen sollen. Der hält ja hoch. Wo muss ich denn von hier hin? Ach so. Und dann lasse ich wieder los mit Space, ja, okay. Gut, also die Steuerung fühlt sich aber schon relativ, also, wie nennt man das? Intuitiv an. Also eine klassische Gamer-Steuerung. Okay, hier durch. Überdosis, gleich liegt der sabbernd in der Ecke. Es sind nicht alle wie ihr, Chat. Wir wissen, dass du Kay geholfen hast. Mach auf! Sie sind Preban auf die Schliche gekommen. Oh, ich bin wohl nicht die Einzige, die Kanto verlassen muss. Na gut. Laut Brams Datenblock heißt die Kontaktperson Daniel. Und müsste da drüben sein. Okay, hier ist drüben. Los geht's! Wo bist du her? Ich mag die Stadt. Du bist von hier? Ja, aber so habe ich das noch nie gesehen. Oh, cool. Ist eine spannende Stadt. Nur von weitem. Wer ist das Ziel? Ein Boss namens Sliro. Er leitet das Syndikat Zerek Besh. Die sind neu, haben Geld und die gesamte Unterwelt hat Angst vor ihnen. Das spricht für hohe Sicherheit. Und wie? Aber an seinem Tresorraum wartet ein Vermögen. Der Passwortknacker. Ich hoffe, du und dein kleiner Freund seid so gut, wie Bram sagt. Dein Halt. Der kleine Süß. Guck, habt ihr gesehen, wie ich geguckt habe? Wenn ihr es nicht gesehen habt, unbedingt zurückspulen, wenn ihr so als Play guckt. Oh, der Süß, der Kleine. Jetzt mach uns alle reich. Egal, ob das Spiel gut ist oder nicht, der kleine Süß, der rettet das. Ich mag den. Aber gut, er ist ja nicht ohne Grund im Spiel. Daniel, wie wollen wir das machen? Wenn du auf Position bist, greifen wir den Haupteingang an. Du schleichst dich rein, schaltest die Sicherheitsvorrichtungen aus und gehst zum Tresorraum. Ihr macht keine halben Sachen. Wenn man einen Gangsterboss wie Sliro angreift, muss man es ernst meinen. Super. Wie hieß bei Jedi Fallen Order und ich glaube Survivor war es. Wie hieß der Bot nochmal? B. Irgendwas, der war auch todessüß. Da habe ich übrigens auch ein Let's Play von gemacht. Das gibt's auf dem LP-Channel, wenn ihr Bock habt. Herrliches Spiel. BD war es, ja, danke euch, BD. Ich kann mir Namen nicht merken. Ist er vom Film? Nein, aber beim Spiel gab es so ja auch einen. So. Der kleine Bob. Das ist das letzte Mal, dass wir das sehen. Also BB-8 ist vom Film. Nein, ich meinte BD. Oh, der hieß doch BD. Hoffentlich geht es Bram gut.
Er hat mir so viel beigebracht. Und wie habe ich es ihm gedankt? Ja, wisst ihr was? Ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Der uns 25 Credits gegeben hat. Ja? Für den hätten wir einfach wetten sollen. Ja, der Druide von Cal. Das war eine Beredigung. Da kann ich mich genau überschwingen. Okay, also, let's go. Halt dich fest, Nix. Wir müssen klettern. Okay, klassisches Klettern. Passt. Hört hier jemand Musik? Daniel, ich sehe da vorne einen Turm. Könnte mein Zugang sein. Du bist die Diebin. Wir sind in Position und warten. Könnte auch ein Hinterhalt sein, ne? Immer den Double Cross im Hinterkopf haben. Nicht runtersehen, Nix. Ich mag Nix. Ich find's aber besser, wenn ich als Hauptfigur Nix hieße. Dann wäre Nix und Nix unterwegs. Wie reich ist dieser Sliro doch gleich? Er gehört klar zu den reichsten 5 im Outer Rim. Sliro hat Zarek Bash von Grund auf aufgebaut und das ist nicht billig. Es ist sein persönliches Verbrechersyndikat. Aber das ist auch schon alles, was über ihn bekannt ist. Du hast einen guten Riecher für Ziele. Wenn du reich werden willst, dann musst du dahin gehen, wo das Geld ist. Der ist so klug. Der ist so klug. Okay, einer der reichsten 5 im Outer Rim. Das ist schon nicht bad, würde ich meinen. Ich finde die Stadt schön. Es sieht gut aus. Also hat was, oder? So, wo wollte ich aber hin? Hier. Das mit dem Double Cross befürchtest du auch. Ja, also. Keine Ahnung. Ich misstraue einfach grundsätzlich allen. Die Chance auf einen großen Wurf. Das ist sie. Oh, okay, Daniel. Ich bin auf Position. Wir starten das Feuerwerk. Geh rein. Oh, ich löse Alarm aus. Das kann man bestimmt von Halbkante aus sehen. Kommt, hier lang. Findet sie, verstanden? Findet sie? Woher wisst ihr denn, dass ich es bin? Also findet sie im Sinne von sie oder findet... die Leute, die angegriffen haben. So, drücke B, um Nix Hilfe gegen deine Nähe zu offenbaren. Ja. B. Siehst du was? Was habe ich eigentlich auf E? Nichts. Ist E frei. Okay. Man darf uns nicht sehen. Ich nehme an, das hohe Gras hilft uns. Ah ja, steht sogar hinter meiner Camp. Ich muss sie auf mich aufmerksam machen. Wenn du versteckt bist, kannst du mit T pfeifen, um deine Gegner anzulocken und ihn mit V niederschlagen, solange so du nicht entdeckt wurdest. Haben wir noch nie ausgeraubt, was? Ist da jemand? Das ist noch nicht vorbei. Nein, das war der Wind. Komm her. Knocken wir einfach alle aus. Mir gefällt das immer noch nicht. Hol sie dir, Kumpel. Die Gefahr ist noch nicht. Immer noch nichts. Digga, da ist sogar die Verwirrung verwirrt. Was ist gerade passiert? Kann man das mal klippen für mich? Danke. Hä?
Hä? Was? Hä? Leg los, Nix. Wem gehört dieses Ding? Ja, cool. Das ist eine nette Kombo gewesen. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Am besten reden wir nicht drüber. Okay, warte mal schnell. Kann ich das nochmal machen eigentlich? Ich find das eh. Tob dich aus, Nix. Also, jetzt rennt er auf sie los. Ihr rennt da einfach rein und dann machen wir einfach den hier. Das ist ein bisschen broken, dass das geht jedes Mal. Weil in dem Moment sind die abgelenkt und dann kann ich sie einfach one-hitten. Naja, weiß ich jetzt nicht, ob das sehr sinnvoll ist. War doch nicht. Mach ich beim Rollen Geräusche? Das ist die andere Frage. Wir werden es nie herausfinden. Ich weiß nicht, ob der jetzt so notwendig war, aber passt schon. Gut, aber wir müssen jetzt nicht alle ausnocken, oder? Damien, ich bin dran. Nimm den Turbolift. Das ist der direkteste Weg zu Sliros Tresorraum. Danke für den Clip, Markus, danke für den Prime. Kann hier noch was stehlen? Okay, Energiebarriere. Von irgendwoher muss die Energie bekommen. Ich kriege Darth Maul Vibes. Such den Generator. Warte mal schnell. Kann ich? Nein, ich hatte hier. Konnte irgendwas mit Tab machen. Such den Generator. Der ist ja offensichtlich da, aber das. Also ich vermute, dass. Nix kann elektrische Ströme mit B wahrnehmen. Aha, das steht hinter meiner Cam. Soll ich die Cam hier lassen eigentlich? Also ich krieg die ganzen Tipps stehen die ganze Zeit hinter meiner Cam, aber ich kann es ja eh vorlesen. Achso. Okay. Mit B kriegen wir das alles hier auf den Tisch. Was wollen reiche Typen immer mit alten Schiffen? Unten links wäre besser. Wir machen mal eine Runde hier. Wenn ihr sagt, hier ist besser, dann machen wir hier. Wenn ihr sagt, gut, unten ist nicht so gut, dann gehe ich wieder zurück hoch. Okay, jetzt haben wir es ausgeschaltet. Und weiter geht's. Halskette. Blasterspuren. Was ist hier passiert? In der Mitte des Bildschirms fändest du ganz gut. Jedes Mal, wenn ich frage, wo soll die Cam hin, kommt irgendjemand im Chat und schreibt was. Kameras. Wir müssen sie umgehen, Nix. Ach, da ist der Turbolift. Und natürlich hat er auch eine Barriere. Hier ist alles abgesichert. Ist es auch. Wer immer das ist, wird nicht am Haupttor vorbeikommen. Hat irgendjemand Sliro benachrichtigt? Glaub mir, er weiß Bescheid. Ist jemand in der Nähe? Zeit, sie abzulenken, Nix. Sie kommt! Funktioniert nicht immer, ha? Huh? Das ist nur eine Cam da. Wenn ich... Schalten wir den Alarm ab. Kannst du das sabotieren?
Showtime, Kumpel. Das ist so cute. Aber... Aha, ich kann auf der anderen Seite gar nicht durch. Verstehe. Ja, das zum Schließen und zum Öffnen. Super. Aber auch gefühlt jedes Mal mit dem Rücken hier, ne? Gedacht öffnen. Ich würde sagen, wir lassen den mal stehen. Es gibt sicher ein Volk, dass man hier durchschleicht, ohne dass man irgendeinen niederschlägt. Aber das ist nichts für meine... Das ist nichts für meine Gewalt, für meine gewaltbereite Seite. Gut, die Barriere sollte deaktiviert sein. Ist hier jemand? Ich muss aber ehrlich sagen, die Credits will ich noch mitnehmen hier. Eindringling! Die sehen uns nicht! Hey! Einer gegen einen, leg hin! Okay. Ne, ist eigentlich okay. Bis jetzt ist okay. Wenn wir... Wo kann ich hier runter? Na, hier könnten wir auch durch. Das ist einfach eine andere Strecke. Ich mag die Tunnel... Also ich mag die Schachtel hier eigentlich. Das ist cool gemacht. Aha! Ja, ja. Das wäre auch gegangen. Ja. Los, der Tresorraum wartet. Ja, auf dem Weg. Hören wir? Dass man sehr viel schleichen muss, das gefällt dir nicht im Spiel. Daniel, ich bin ja, im darauf, ja, das wird halt, ne. Wie lange dauert es, bis die Kanto-Polizei hier ist? Das ist Sliros Gebiet. Hier kommt keine Polizei her. Ja, nur noch mehr Serik Besh. Aber darauf läuft das Spiel wahrscheinlich einfach hinaus, ne? Darum geht's ja auch. Ist ja auch Outlaws. Guten Tag. Da ist er. Der Tresorraum. Ah, shit. Habe ich nicht gesehen. Ich dachte noch komisch rot. Also der Alarm ist ja eh schon überall aktiv. Nein, es soll eigentlich ein Shooter sein. Okay. Aber ich meine, du kannst doch auch einfach alle niederschießen, oder nicht? Behälter öffnen. Yeah, Credits! Ich habe mich selten in einem Spiel so über Credits gefreut wie hier gerade. Also. Ich muss sagen, ich finde diese Art und Weise zu hacken gut. In Starfield zum Beispiel mochte ich das Hacken gar nicht, das fand ich doof. In Skyrim wiederum fand ich ganz gut. Das hier gefällt mir bis jetzt auch gut. Ich brauche Verstärkung am Tresorraum. Ich habe die Barriere aktiviert, aber die wird nicht lange halten. Wenn hier jemand... Das sieht nicht bequem aus. Hacken mit T. Okay. Wie zum Geier funktioniert das? F1.
Ja, hallo. Also hacken. Finde die richtigen Glyphenkombinationen, bevor die Zeit abläuft. Glyphe ist nicht Teil der Kombination. Glyphe ist korrekt, aber an falscher Stelle. Glyphe ist an der richtigen Stelle. Im Optionsmenü kannst du die abstrakten Glyphen gegen Zahlen tauschen, wenn dir das lieber ist. Was ist denn mit... Was mache ich mit G? Entschuldigung. Nummerierte Hacking-Tasten ausschalten. Nummerierte Hacking einschalten. Was meint ihr? Lieber mit Zahlen oder mit Symbolen? Zahlen ist, glaube ich, besser. Na, wir lassen es mal so. Ich kann es dann jederzeit umstellen, ne? So, ich habe jetzt aber... Nochmal schnell. Glyphe ist nicht... Das hier ist jetzt nicht Teil der Kombination. Ja, ich wusste total, was ich mache. Zum Tresorraum. Wir räumen hier draußen auf und treffen uns dann drin. So mega den Überblick gehabt. Mastermind halt einfach. Es steckt mir im Blut, das Dieb sein. Ich beklaue ja auch meine Zuschauer um Subs und so. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich hab's nicht ganz verstanden. Wow, hi, ja, ich muss da rein. Danyan, ich bin am Tresorraum, aber hier ist ein Droide. Ah, du bist beim TT-8L. Gut, das Passwort ist Grandiocha. Was auch sonst. Hey, komm zurück. Ich weiß, dass du da drin bist. Namagido. Grandiocha. Hallo? Okay, let's go. Danke für die 5 Geschenksubs, Master. Super lieb, danke. Der Tresorraum. So sieht also richtiges Geld aus. Hä? Okay, so sieht richtiges Geld. Meine Damen und Herren, Geld. Ihr seht es, oder? Viel Geld. Das ist richtiges Geld. Ich keine Ahnung. Kann ich die Sniper und so nicht mitnehmen? Voll egal, Waffen hier. Nette Rüstung. Ein Hammer? Weiß nicht genau, was das ist. Noch eine Sniper. Also, let's go. Machen wir ihn auf. Eine Laserarmbrust, okay. Du bist nicht Zarek Besh. Was ist das? Wo ist mein Geld? Ich könnte Hilfe brauchen. Es war alles richtig, der Code war gut. Asara, gefunden? Nein, aber die Sache mit Sliro und Zarek Besh, sie ist wahr. Wir müssen los. Du wirst bezahlt, wenn wir sicher sind. Versprochen. Was? Keine Bewegung. Entweder zahlt ihr jetzt oder zahlt einfach. Wir sind die Rebellenallianz. Und? Wir müssen los. Komm zu uns. Kämpf mit uns für die Zukunft der Galaxis. Was zahlt ihr? Dafür haben wir keine Zeit. Wenn ihr nicht... Augen auf, Kay. Es geht los.
bringt Glück. Die Auswahl des Ziels ist entscheidend. Siehst du? Die bemerken uns nicht einmal. Du bist ziemlich jung für eine Diebin. Ich... Wie siehst du wortgewandt? Ich... Los, gehen wir. Dankeschön für den Sub. Wo bist du? Hab's vermasselt. Vorsicht! Hey! Okay, aber wir lernen hier so ein bisschen die Vorgeschichte von ihr. Willkommen zurück. Und? Was hast du gelernt? Es ist nicht immer jemand für dich da. Schlaues Mädchen. Okay, ich kann's erklären. Du musst Sliro sein. Deine Freunde sind fort. Freunde? Welche Freunde? Wie lange gehörst du schon zur Rebellenallianz? Du meinst es ernst? Was wollen die Rebellen von Zerik Besh? Hör mal, ich kenne keine Rebellen, aber ich kenne andere Leute. Lass mich gehen. Ich finde es raus und wir klären das gemeinsam. Du musst dir was Besseres einfallen lassen. Erschießt sie! Ich darf hier nicht innen raus! Oh, du bist immer da, wenn ich dich brauche, Nix. Okay, wir lassen es mal so durchgehen. Weiter geht's. Okay. Es muss einen Weg hier rausgeben. Ja, das sieht doch gut aus. Nix, versteck dich! Tja, jetzt wissen die nicht mehr, wo ich bin, das ist gut. Nix, mach keinen Mucks. Ich will ein Todesmahl an ihr, sofort! Ein Vermögen für den, der mir ihren Kopf bringt. Es wird keinen Ort in der Galaxis geben, an dem sie sich vor mir verstecken kann. Ein Vermögen? Okay, okay. Bitte sei kein Mist. Wow! Oh, schon der zweite Auftrag, der schiefgelaufen ist, Nix. Das ist mehr als nur Pech. Ja, langsam habe ich den Verdacht, das liegt an uns. Wir gehen jetzt hier rein. Ich bin ehrlich, ich bin nicht ganz von der Cutscene jetzt vorhin überzeugt, dass er da steht mit zwei Wachen und dann nachher wird das Ding abgelenkt und beide drehen sich und ich nehme eine Waffe und dann renne ich da raus und dann geht das Ding zu. Das ist so, man kann es kritisieren, wenn man will, man kann aber auch ein Auge zudrücken, wenn man großzügig ist, sage ich mal, zumindest nach meinem Geschmack. Von daher, wir lassen es, deswegen meinte ich auch, wir lassen es mal durchgehen. Sieh nur, das ist das alte Schiff. Neuer Plan, Nix. Wir stehlen es und fliegen hier raus. Da bin ich dabei. Ja, das klingt für mich auch gefährlich. Kein Grund zur Sorge. Tja, wir könnten jetzt... Ich sollte die Augen offen halten. Das geht nicht dazwischen! Bis tot!
Schleichen oder einfach voller Kanne durchschießen und alle in die Luft sprengen. Das ist halt mir überlassen. Ich habe mich für Bum Bum entschieden. Da kommt sie! Hauen wir ab! Scheiße, da kommen ziemlich viele. Wir rennen mal rein und ich versuche zu fliehen, ne? Ich glaube, das ist der Sinnboss. Ist wie Gleiterfahren, oder? Ibu. Nein. Der war's nicht. Tut mir leid. Macht Spaß. Ja. Okay. Los geht's. Okay, okay, fliegen. Let's go. Oh ja. Here we go. Feuer frei. Also, nice. Die Barriere ist weg. Okay, mit W, mit W, mit W. Und los geht's. Vorsichtig, vorsichtig. Hier ist Maus nicht unbedingt das Geilste. Hier werden Controller sehr sweet. Oh. Boah, das war etwas knapp. Warte, warte, warte. Okay. Fast geschafft. Boah, das ist aber gut. Hauptsache weg hier. Yeah, Star Wars Outlaws, let's go. Okay, das war cool. Spielende, alle tot, ja. Er ist so cute. Er ist so cute. Da schmilzt du auch als gestandener Mann weg. Da kannst du nichts machen. Geschafft. Irgendwie. Komm schon. Oh, hallo. Hallo. Oh. Ich hätte zu Flasche oben gegriffen. Sorry. Aber da ist eine Flasche oben. Ah, genau. Okay, coole Jacke. Nice. Nicht so nice. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich dachte, du gehörst zu denen. Hä? Viele neue Freunde heute. Wir müssen das nicht tun! Ohne die Beute geht die hier nicht weg!
Der Druck steigt, hält seine Adrenalin-Anzeige. Sobald die Anzeige voll ist, kann... Okay, hört mal auf zu schießen, ich lese hier. Okay, wir drücken X. Okay. Markieren. 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 Oh, hat geklappt. Nett. Gut. Wir machen mal schnell... Wir stellen uns hier hin. Und in der nächsten Folge machen wir weiter. Wir werden herausfinden... Ganz ruhig. In der nächsten Folge werden wir herausfinden, wo wir sind, was wir machen, was das Ziel ist und was Phase ist. Ihr könnt gerne, wenn ihr es auf dem Let's Play Channel schaut, jetzt schon mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die erste Folge fandet, wie der erste Eindruck vom Spiel ist. Ein Like da lassen, wenn ihr sagt, ich möchte den Channel unterstützen. Wisst, wie es funktioniert, Algorithmus und so. Ja, ist jetzt gut. Und in der nächsten Folge geht's weiter und wir schauen hier uns ein bisschen um. Komm ich drauf. Bis dann.